Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl ist cool. Und Clausthaler. Clausthaler, das Bier unter den Alkoholfreien. Ja, es war schon immer bekannt, dass die Berner und die Walliser eine sehr enge und gute Freundschaft pflegen. Und heute ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Mit einem kleinen Rezept, nämlich einem Walliser Club Sandwich. In unserem Walliser Club Sandwich tun wir nämlich sämtliche Zutaten rein, die wunderbar aus dem Wallis gibt. Und wir fangen an mit einem Frischkäse-Aufstrich, den wir dann machen, mit ein bisschen Trockenaprikosen. Und es ist wichtig, dass man die hier wirklich fein schneidet, weil wir wollen das dann auch wie eine Paste als Brotaufstrich verwenden. Frischkäse. Guten gefüllten Esslöffel, zwei, drei tun. Und dann kommt noch ein bisschen Senf. Drei. Voilà. Das Ganze müssen wir noch mit Safran abschmecken. Und jetzt das Senf, Safran, Frischkäse und das Süße von der Trockenaprikose. Nebst der Farbe. Das ist wirklich bereits schon ein Rezept in sich. Noch ein bisschen abschmecken mit Salz, Pfeffer. Fertig. Voilà. Brauchen wir als erste Basis. Die zweite Sauce machen wir so kleine Knoblauch, Mayonnaise mit etwas Ketchup. Dann nehmen wir zwei Eigelb. Wer es extrem stressig hat, kann natürlich selbstverständlich fertige Mayonnaise nehmen und die mit Ketchup und Knoblauch anreichern. Auch hier ein bisschen Senf drin. So. Das Ganze salzen. Ein bisschen Pfeffer. Ganz wenig Zitronensaft dran. So ein Tröpfchen zwei. Das reicht schon. Das ist unsere Basis für die Mayonnaise. Dann haben wir ganz normales Rapsöl. Ich muss langsam runterziehen. Ich brauche noch einmal Schwingbesen, um Mayonnaise zu machen. Ein bisschen Ketchup drauf, ganz wenig. So, was nicht anfehlen, ist der Knoblauch. Wir brauchen natürlich jetzt noch irgendetwas drin, das noch so ein bisschen das Ganze glorifiziert. Das ist einerseits das Fleisch und andererseits natürlich nichts anderes als Trockenspeck. Hobble hier. Schön. So. Voilà. Zwiebeln. Ich tue zuerst die Pfanne. Jetzt Feuer. So. Und hier ist Brotzahl drin. Zwiebeln drin. Speck drin. Und jetzt genau durch die geräuchte Aromatik vom Trockenspeck. Das ist so wie ein kleiner Salat. Zurück auf das Feuer und lass arbeiten. So.
Gut. Und jetzt tun wir rein, anstatt Boulet, tun wir von der Lammhoft so Schnitzel machen und tun die kurz vom Grill braten. Dann noch ein bisschen rausputzen. Mit Lammhoft ist die Chance grösser, dass das Ganze auch nach Lamm schmeckt. Also sicher ist das nicht das Einsteigermodell für jemanden, der noch nie Lamm gegessen hat und das versuchen will. Würde ich vielleicht nicht mit einem Lammhöftchen anfangen. Aber natürlich für die Lammliebhaber gibt es fast nichts Besseres als Lammhoft. Jetzt schneiden wir hier so Schnitzel abschneiden. Schön. Voilà. Butter zart. Merke ich schon beim Schneiden. Hier. Das Salätli. Auch fertig. Lammhüftli. Ihr werdet sehen, es gibt eine kurze Sache auf dem Grill. So. Und jetzt bekommen wir natürlich ein Raclette. Sonst ging das ja gar nicht. Ein Raclette muss drauf für im Wallis. Legen da die Kante so. Spiegel gibt es auch noch dazu. Hier ein bisschen ganz leicht ansalzen. Ganz kurz auf den Grill. Klassisches Toastbrot. Ich habe hier gerne halt etwas mit Vollkorn. Sowieso. Spiegelei. Und jetzt geht's los. Und fangen wir das Ding an zu bauen. Ja. Mit unserer Aprikose, Frischkäse, Safran, Senfmasse. Dann kommt Lamm. So. Zwiebeln. Trocken, Speck. Komm, nachher. Danke. Ich gehe das Feuer mit ihm. Wir brauchen es nochmal. Knoblauch. Soße. Das Ganze wiederholt sich nochmal. So. Voilà. Zwei Schnitzel. Speck, Zwiebeln. Dann nochmals Raclette. Jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Beim letzten Toast machen wir ein Loch. Machen. So. Gut. Nochmal Raclette. Oben drauf. Unser Spiegel. Und nochmal ein bisschen Mayonnaise.
So, darum haben wir hier für die Spiegel ein Dachfenster gemacht. Das ist doch ein weiterer Grund, warum das Wallis so unheimlich Freude macht. Schau mal an. Schon schön, ne? Ich glaube, das Club-Sandwich muss hoch sein. Das muss richtig hoch sein. Das muss richtig nicht gäbig sein zum Essen. Sonst ist es nämlich ein Club-Sandwich. So. Und jetzt, das ist eigentlich nachher das Gütesiegel. Das Lammfleisch rosa, die Farbbeschichtung. Das ist etwas vom Feinsten. Super gut. Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl ist cool. Und Clausthaler. Clausthaler, das Bier unter den Alkoholfreien.